Es wird behauptet, dass der verheißene Messias (Al-Islam) auf eine Kritik mit Beschimpfungen reagierte und die Kritiker als nichtswürdige Kreaturen verglich. Gucken wir uns erstmal diese höfliche Kritik der Gegner an. Eine kleine Auswahl. Maulvi Muhammad Hussein von Badalla, ein Wahhabi, beschrieb ihn als Geheimfeind des Islams, einen zweiten Muselma, Antichrist, überführter Lügner, Schwarzgesicht, ein Seil sollte um seinen Nacken geschlungen werden und er sollte mit einer Girlande von Schuhen um seinen Nacken geschmückt werden und sollte in diesem Zustand in den Städten Indiens zur Schau gestellt werden. Er ist ein Satan, Übeltäter, gottlos, schamlos, schlimmer als der Dajjal, ein Nachkomme von Hulaikui. Und das war gerade der Anfang der Beschimpfungen. Diesen antwortete der verheißene Mahdi al-Islam, der Richter, und nannte sie nichtswürdige Kreaturen, welches hier vom User falsch übersetzt worden ist, und dass sie die Eigenschaft der damaligen Juden angenommen haben. Was hat der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam zu diesen Leuten gesagt? Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die Gelehrten der letzten Tagen werden die nichtswürdigsten Kreaturen unter dem Himmel sein. Und in Sahih Buhari sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass diese Geistliche genau wie die Juden sein werden, sie werden sich ähneln wie ein Paar Schuh dem anderen. Und im Koran sind die damaligen Juden, die den verheißenen Messias alaihi wasallam ablehnten, als die nichtswürdigsten Kreaturen beschrieben. Der Imam Mahdi, der Richter, hat gemäß dem Urteil des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und dem Koran geurteilt. Alhamdulillah. Weiterhin wird unter anderem dies hier gezeigt. Feinde sind Schweine unseres Dschungels geworden und ihre Frauen sind schlimmer geworden als Hündinnen. Erste Sache, der User fügt hier in Klammern ein, dass mit Schweine er und die Muslime gemeint sind. Wir sagen nein, du kannst hier nicht gemeint sein. Er sagt doch, ich bin hier gemeint. Wir sagen, du bist kein Schwein, denn lies, was davor und danach steht. Und er sagt doch, ich weiß es besser, dass nur ich hier gemeint sein kann. Dazu sagen wir nur, lieber User, ich wäre nicht das, was ihr verehrt, noch wäre ihr das, was ich verehre, und ich will nicht das verehren, was ihr verehrt, noch wollt ihr das verehren, was ich verehre, euch euer Glaube und mir mein Glaube. Gucken wir uns diesen Text im Zusammenhang an und sehen wir uns, wer hier angesprochen ist. Nämlich jener christliche Klerus, der in kürzester Zeit hunderttausende Bücher veröffentlicht hat, voller Beschimpfungen gegen den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Jener Klerus, der nicht an Gott glaubte, sondern nur an materielle Reichtümer dieser Welt. Und hätten wir es gewollt, wir hätten ihn dadurch erhöhen können. Doch er neigte der Erde zu und folgte einem bösen Gelüst. Er gleicht daher einem Hunde. Treibst du ihn fort, so lächst er, und beachtest du ihn nicht, so lächst er. Gerade so geht es Leuten, die unsere Zeichen leugnen. Darum gib ihnen die Schilderung, auf dass sie sich besinnen. Und mit wir haben einen Freund, Gott, und wir werden in seiner Liebe eingetaucht, wir sind voller Gefühl der Abscheu zum weltlichen Status und der weltlichen Ehre völlig unvoreingenommen. Ich sehe, dass die Welt und seine Sucher bald mit Hungersnot geschlagen werden, wohin sie Zerstörung gegenüberstehen müssen, während die Welt unserer Liebe durch die Hungersnot nie geschlagen wird. Leute neigen sich zu den reichlichen Gaben dieser Welt, wohingegen wir uns zu jenem Gesichtsausdruck neigen, der wahres Glück und geistige Elixiere gewährt. Wir haben ein Band mit Demut mit dem Freund im Hoch entwickelt. Die Feinde sind zu Schweine geworden und ihre Frauen sind schlechter geworden als Hündinnen. Sie schleudern Beschimpfungen, ich weiß nicht warum. Also hier sind erstmal die angesprochen, die hinter den weltlichen Gütern rennen. Lesen wir weiter. Sollten wir uns gegen den hohen Freund drehen oder ihn vermeiden? Ich habe gelobt, dass ich mich von ihm nie trennen werde, selbst wenn Löwen oder Wolf meinen Körper abreißen. Die weltliche Reiche und von Leuten erworbene Besitzungen laufen für sie mit ihrer Abfahrt von dieser Welt ab. Aber das Reich der Freundschaft, die wir erworben haben, hat keine Gefahr des Niedergangs. Der christliche Klerus hat keine Beschimpfung gegen unseren Glauben zurückgehalten. Und sie haben mit Beschimpfungen gespielt gegen unseren heiligen Propheten Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam und machten stinkende Behauptungen gegen ihn,
und wurden seine Erbfeinde. Sie können sehen, was eine kompromisslose Position sie angenommen haben und wie sie in Flammen sind mit Vorurteilen und wie sie entschlossen sind, miteinander auf ihre unberechtigte Forderung Partei zu ergreifen. Innerhalb einer kurzen Spanne der Zeit haben sie Hunderttausende solcher Bücher veröffentlicht, die nichts als Beschimpfungen, Behauptungen und Beschuldigungen gegen unseren Glauben enthalten und gegen den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diese Bücher werden mit solcher abscheulicher Sache gefüllt, die wir kaum ertragen können, um ihnen sogar einen flüchtigen Blick zu geben. Sie können sehen, dass ihr schlechter Betrug Körperverletzungen wie ein Wirbelwind schafft. Ihre Herzen sind an jeder Scham oder Dignität leer. Uns ist befohlen worden, dass wir die Wahrheit in Diskussionen einsetzen, eine weiche und sanfte Weise annehmend und Beschimpfung mit Beschimpfung nicht zurückzuzahlen. Außer in einer Situation, wo eine Person alle Grenzen übertrifft in der Beschimpfung und Missbrauch und Beleidigung und der abscheulichen Sprache gegen den heiligen Propheten Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Folglich verwenden wir keine beleidigende Sprache gegen die Christen. Wir suchen Beschuldigungen, Obszönitäten oder das Entweihen ihrer Ehre nicht auf. Wir lenken unsere Aufmerksamkeit allein zu denjenigen, die offen und absichtlich Beschimpfungen gegen unseren heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam missbrauchen. Wir respektieren jene Geistliche, die Missbrauch gegen unseren heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht nachhingen. Wir halten jene in unserem Herzen achtbar, die von diesem böswilligen Übel frei sind. Wir erwähnen sie mit der vollen Rücksicht und Ehre. Beschimpfung ist eine Sache und eine korrekte Beschreibung, wie bitter und harsch auch immer, eine durchaus andere. Es ist die Pflicht eines jeden Sprechers der Wahrheit, einem irrenden Gegner die Wahrheit zu übermitteln, sogar dann, wenn er dadurch beleidigt wird. In diesem Buch und in meinen anderen Büchern befindet sich kein harsches Wort oder eine harsche Andeutung gegen jene achtbaren Menschen, die nicht hinabsteigen zu Verleumdungen und Niedrigkeiten. Wir suchen Zuflucht bei Gott dagegen, rechtschaffene, geistliche und zivilisierte, ehrbare Menschen zu verleumden, ob sie Muslims sind oder Christen oder Arias. Wir betrachten sie alle der Ehre wert. Auch mit dummen Menschen haben wir nichts zu tun. Unsere harte Sprache wird nur gegen jene benutzt, die berüchtigt wurden wegen ihrer nichtswürdigen Sprache und ihrer faulmundigen Äußerungen. Wir erwähnen immer jene in guten Worten, die gut sind und nicht dem Missbrauch ergeben, und wir ehren sie und lieben sie wie Brüder. Der verheißene Messias alaihissalam widerlegte jede Beschuldigung und Lüge gegen den heiligen Propheten Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam in seinen Werken Brahine Ahmadiyya. Einer der größten Ahmadi-Gegner antwortet auf diesen Buch mit folgenden Worten: Nach unserer Meinung ist dieses Buch gegenwärtig ohnegleichen. Vom Gesichtswinkel der Bedürfnisse und Umstände in unserem Zeitalter betrachtet, hat es in der ganzen Geschichte des Islams ein solches Werk nicht gegeben, wobei über die Zukunft nichts gesagt werden kann. Vielleicht wird Gott nachher etwas Neues geschehen lassen. In Bezug auf den Autor können wir sagen, dass es nur wenige solche Muslime gegeben hat, wenn überhaupt, die im Dienste des Islams so standhaft gewesen sind. Diese Dienste beinhalten sowohl finanzielle Opfer wie auch schriftliche Verkündigung, persönliches Beispiel des guten Charakters, als sowohl durch das Schweigen wie auch durch Sprechen. Wenn jemand uns wegen derartiger Würdigung den Vorwurf der asiatischen Übertreibung machen würde, so frage ich nach einem einzigen Buch, das gegenwärtig für die Widerlegung der Kritik der Feinde des Islams, namentlich der Arya-Sekte und Brahmus March, mit gleicher Energie und Beweiskraft abgefasst worden wäre. Man möge uns nur zwei oder mehrere Freunde des Islams nennen, die sich vorgenommen hätten, dem Islam in gleicher Art und Weise zu dienen. Sowohl mit dem Geld wie auch mit der Feder, sowohl mit der lauten Verkündigung wie auch durch lautlosen Dienst, deren Leben in gleicher Weise gewidmet wäre und die in männlicher Art solche Feinde des Islams herausfordern, die die Feinde des Islams, die die Kontinuität der Offenbarung Gottes leugnen, dazu einladen, dieselbe Offenbarung durch einen Besuch selbst mehrfach zu erleben und zu bezeugen, damit ihre Zustände des Zweifels beseitigt werden und die für die Nichtmuslime die Gelegenheit unterbreiten,
die Wahrheit des Islam zu kosten